Kommen wir zum letzten Thema. Simpsons-Paradox. Haben Sie vielleicht schon mal von gehört? Das hat auch was mit Kausalität zu tun. Ja? Und da geht es also um folgenden Sachverhalt. Das ist jetzt hier von der Wikipedia-Seite über Simpsons-Paradoxon. Das können Sie auch mal anklicken und sich nochmal genauer durchlesen. Im Wesentlichen ist der Startpunkt, die Universität Berkeley wurde verklagt im Jahr 1973, weil es so aussieht, dass die Zulassungsrate zur Universität Frauen benachteiligt. Ja? Also in den USA ist es ja so, da gehen Sie nicht einfach hin zur Uni und sagen, ich will jetzt hier bei Ihnen studieren, wie das hier ist, sondern da müssen Sie zugelassen werden, so als wenn auf jeden Studiengang sozusagen, jetzt nicht Numerus Clausus, sondern ein kompliziertes Bewerbungsverfahren liegt auf jedem Studiengang drauf, um da überhaupt reinzukommen in die Uni. Sie müssen sich also nicht nur einschreiben, sondern Ihr Lebenslauf wird genau gescannt und dann wird genau geguckt, was Sie so drauf haben und was Sie so gemacht haben und so weiter und so fort. Und es sieht so aus, 44% der Männer wurden zugelassen, aber nur 35% der Frauen. Das ist natürlich total ungerecht, ne? Das ist ja totale Diskriminierung, ja? Das kann natürlich nicht sein. Ja, und dann der große Skandal war da. Dann will man mal rausfinden, ja, wer sind denn die Übeltäter? Schauen wir uns einfach mal die verschiedenen Departments an. In welchem Department werden denn die Frauen so stark benachteiligt? Ja, und das Interessante ist, dass wenn man sich die einzelnen Departments anguckt, dann sieht man genau das Gegenteil. Das heißt, in den einzelnen Departments sozusagen wurden eigentlich die Frauen immer bevorzugt, bis auf jetzt in diesem Beispiel 28 gegenüber 24. Wurden also in all diesen Fällen wurden die Frauen bevorzugt. Liegt jetzt hier nur ein Rechenfehler vor? Wurde das irgendwie falsch ausgerechnet? Nein, das können Sie also nachrechnen. Wie gesagt, auf der Wikipedia-Seite sind die ganzen Daten da. Das können Sie also nochmal mit dem Taschenrechner genau ausrechnen. Man kann also die Zahlen so hinbiegen, dass wenn ich die Zahlen alle aufaddiere, sozusagen, dann kommt raus, die Frauen werden benachteiligt. Ja, und man hat da also ein Fairness-Problem. Und wenn man die einzelnen Departments betrachtet, ja, dann ist das genau umgekehrt. Ja, wie kann das denn sein? Was ist denn jetzt richtig? Wurden Sie jetzt benachteiligt oder nicht? Ja, und ich skizziere grob die Lösung. Ja, die Lösung ist die, dass im Wesentlichen Männer sich vorwiegend auf die Departments gestürzt haben, wo die Zulassungsquote sehr hoch ist. Ja, vielleicht weil die Bewerberzahl klein war oder weil es sehr viele Studienplätze gab. Ja, wie Sie sehen, haben sich jetzt hier nur wenige Frauen beworben in diesen, wo so sehr stark zugelassen wurde. Ja. Umgekehrt, in diesem Beispiel haben sich jetzt Frauen eher auf Departments beworben, wo halt nicht so viele Studienplätze da waren. Und deswegen ist dann natürlich auch die Zulassungsrate erheblich kleiner. Ja. Und wenn man das Ganze jetzt aufsummiert und mittelt, führt das halt dazu, da halt Frauen typischerweise in diesen more competitive Departments sich jetzt hier beworben haben, dazu, dass overall sozusagen die Zulassungsrate bei Frauen schlechter ist als bei Männern. Ja. Das ist also hier der Effekt, den man jetzt hier sieht. Trotzdem bleibt natürlich noch die Frage, ist das jetzt fair oder nicht fair? Das kann man sich jetzt mit einem kleinen Graphen halt versuchen klarzumachen. Ja. Wir haben also einmal das Gender, dann haben wir die Department Choice und dann haben wir die Admittance Rate. Wie wir gesehen haben, hängt natürlich die Zulassungsrate hängt sehr stark sozusagen von dem Department ab, wo ich mich bewerbe. Das heißt, hier habe ich einen starken Pfeil zwischen. Ja, und wir haben auch gesehen, dass das Gender sozusagen sehr stark beeinflusst, welches Department ich auswähle. Okay? Das heißt also, über die Department Choice sozusagen hat also das Geschlecht einen sehr starken Einfluss darauf, ob ich zugelassen bin oder nicht. Ja? Die Frage ist, dieser direkte Pfeil des Genders zum Admittance Rate, das ist also der, den wir sozusagen erklären wollen. Und wenn wir den ausreichend erklären können über die Department Choice, ja, dann war das Verfahren unter Umständen fair und es war okay. Ja, und in diesem Fall würde ich das jetzt so sehen, da man ja sein Department völlig frei wählen kann, ja, jetzt abgesehen von irgendwelchen anderen Sachen, wie man argumentieren kann. Nehmen wir mal an, man kann das Department völlig frei wählen, dann ist sozusagen die niedrige Zulassungsquote dadurch schon erklärt, da die Departments halt unterschiedlich viele Studienplätze haben oder. Das heißt, da war kein direkter Einfluss des Genders auf die Zulassungsrate. Das heißt, so weit, so gut, ist also alles okay. Ja, also hier hat man also komische, widersprüchliche Daten und die Frage ist, wie man sie verstehen muss. Und was wir jetzt hier haben, ist also ein kausales Modell dieser verschiedenen Variablen, ja, wie also die Variablen sich gegenseitig beeinflussen. Die erklären dann sozusagen die Daten. Jetzt kommt ein anderes Beispiel, das ist das sogenannte Kidney Stone Treatment von der gleichen Seite. Ja, das ist nochmal das Gleiche mit einem anderen Beispiel. Ja, also in diesem Fall geht es darum, ich bin Mediziner, habe ein neues Treatment für Nierenstein entwickelt, das mein Treatment heißt Treatment A.
Das alte Treatment heißt Treatment B. So, dann habe ich meine Studie, habe also meine Patientendaten gezählt und herauskommt leider, dass für mein Treatment nur 78% der Leute geheilt werden. Ja, bei dem alten Treatment waren es 83%. Das ist natürlich irgendwie frustrierend nach so vielen Jahren Arbeit, die ich da reingesteckt habe und so. Und was soll ich jetzt machen? Ja, ich gucke mir die Daten nochmal genauer an, ja, und stelle fest, wenn ich das anders aufschreibe, die Tabelle, und zwar, ob man jemand kleine Nierensteine hat oder große Nierensteine, dann ist das Ergebnis genau andersrum. Und zwar in allen Fällen bin ich plötzlich besser. Also komischerweise kann ich also, wenn ich das aufschlüsse nach der Größe der Nierensteine, ja, dann ist Treatment A viel besser als die andere. Also viel nicht, aber sozusagen erheblich besser als das Treatment B. Und das ist wieder so ein bisschen, das Paradoxe daran ist also genau, wie kann es sein, dass man bei solchen Zahlen, in so einer Zahlentabelle, einerseits Treatment B besser findet, wenn man die Daten zusammenfasst und wenn man sozusagen aufschlüsselt nach Untergruppen sozusagen, sind in allen Fällen sozusagen Treatment A besser. Wie kann das irgendwie sein? Das ist also dieses Simpsons-Paradoxon. In diesem Fall lässt es sich also dadurch, das ist natürlich super, genau, weil jetzt kann ich das veröffentlichen. Ich muss halt nur ein Paper schreiben über kleine Nierensteine und ein anderes Paper über große Nierensteine und habe eine bessere Methode. Super Sache. Die Frage ist natürlich, was ist hier schiefgegangen oder warum ist es so komisch widersprüchlich? Ja? Oder was soll man denn jetzt glauben? Ist jetzt Treatment A besser oder ist es schlechter? Ja? Und auch hier hilft wieder ein genauer Blick auf die Daten. Ja? Und da zeigt sich also, dass die Erfolgsrate sehr stark davon abhängt, wie groß die Steine sind vorher. Und zwar ist es so, dass für kleine Steine sozusagen ist es in beiden Fällen so, ja, dass also die Erfolgsraten größer sind und für große Steine ist es insgesamt sind die Erfolgsraten schlechter. Ja. Und jetzt ist es nun mal so, dass wenn man sich die Zahlen noch genauer anguckt, Treatment A wurde meistens bei Leuten mit großen Steinen angewendet, also bei den schwereren Fällen. Ja, und Treatment B wurde überwiegend bei den kleinen Steinen angewendet. Ja, also das Ganze jetzt wieder als grafisches Modell dargestellt, sehen wir also, dass es hier die Variable der Größe der Steine gibt und das hat ganz stark beeinflusst, ob dieses Treatment angewandt wurde oder nicht. Das heißt also, in der praktischen Situation war es vielleicht so, dieses neue Treatment wurde besonders bei den schweren Patienten sozusagen propagiert. Und diese Variablen sind also nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich. In diesem Fall sieht das grafische Modell so aus, dass ich hier keinen gestrichelten Pfeil habe, sondern die Größe der Steine beeinflusst natürlich, ob ich geheilt werde oder nicht. Aber mich interessiert jetzt eigentlich nur der Effekt von T auf dieses Cured, unabhängig davon, ob ich große oder kleine Steine habe. Aber um das dann auszurechnen, muss ich also das auf eine kompliziertere Art ausrechnen. Und dann kommt am Ende raus, wenn ich also berücksichtige, wie groß die Steine sind, ist also Treatment A wirklich besser. Das ist also die bessere Methode in allen Fällen. Ja. Das Seltsame dabei, wenn man darüber nachdenkt, ist natürlich so, der Patient kommt rein und wenn ich über den Patienten nichts weiß, dann schicke ich ihn zu Treatment B. Ja? Und wenn ich was über den Patienten weiß, ob er große oder kleine Nierensteine hat, dann schicke ich ihn zu Treatment A. Das kann es natürlich nicht sein, sondern es ist tatsächlich so, dass egal, ob ich es weiß oder nicht, Treatment A ist besser. Der Grund ist nur, die Auswahl, welches Treatment ich gewählt habe, hing halt in meinen Daten normal von der Größe der Steine ab. In gewisser Hinsicht sieht das Ganze natürlich recht konstruiert aus, aber Daten in der Medizin sind halt häufig so, dass ich nur beobachtete Daten habe. Die sind dann nicht perfekt randomisiert, sondern ich gehe halt einfach in die riesige Datenbank der Patientendaten und versuche da Zusammenhänge zu finden. Aber da können einem halt solche Sachen passieren wie dieses Simpsons-Paradox, worauf man dann aufpassen muss und wo ein kausales Modell, das ist also wieder das kausale Modell, wo ich hier jetzt die Pfeilrichtungen, die bekomme ich dann sozusagen von meinem Domain-Expert geliefert. Der liefert mir also das kausale Modell. Und gegeben das kausale Modell bekomme ich jetzt von Julia Pearl eine Formel, die mir hilft auszurechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, geheilt zu werden, gegeben, dass ich Treatment A mache oder gegeben, dass ich Treatment B mache. Gut, da das Ganze nochmal als Text. Es gibt sehr, sehr viel mehr, was man zu diesem interessanten Thema sagen kann. Wie gesagt, es gibt dieses Buch, was Sie sich frei runterladen können. Ich sage sofort dazu, Jonas Peters ist also eine Art Kumpel von mir. Ich habe mit dem schon mal Tischtennis gespielt. Insofern ist das jetzt hier Schleichwerbung. Ja. Das Buch ist aber auch sehr gut und sehr aktuell. Der Klassiker ist eher dieses Buch von Julia Pearl. Das ist der da sozusagen einen Großteil der Theorie entwickelt hat. Und das ist die zweite Edition schon. Das ist also auch ein sehr gutes Buch, was sehr umfassend ist. Und es gibt noch eine dritte Gruppe, die sehr viel daran gearbeitet hat. Das ist also von der
UCSD, University of California in San Diego, eine Arbeitsgruppe. Und diese Gruppe ist an der Carnegie Mellon University, CMU, die also jahrelang an diesen Gebieten gearbeitet hat. Das sind also sozusagen eher die Klassiker, die also seit 20, 30 Jahren daran arbeiten. Und die Tübinger Leute arbeiten an diesen Themen, ich jetzt mal grob geschätzt, 15 Jahre, 10 bis 15 Jahre. Auch eher aus einer Machine Learning Perspektive erstmal, haben dann aber sehr interessante neue Beiträge da geliefert. Also die Bücher sind alle sehr interessant. Für einen Quick Look bietet sich das dritte an, da es nichts kostet. Okay?